Tatsächlich waren wir eher vom Sound her einfach noch weniger Elektro, weniger Synthesizer, weniger. Hier bei den neuen Sachen haben wir auch sehr viele mit Voice Samples gearbeitet. Genau, und wir waren einfach noch mehr Indie und weniger Richtung Elektro-Pop, so wie wir auch jetzt eben sind. Ich glaube, wir waren alle einfach so ein bisschen auf der Suche auch nach, so, nach unserem Sound, was wir halt machen wollen und wie wir halt klingen wollen. Über die letzten Jahre hat man uns halt auch oft gefragt, wie wollt ihr klingen, was wollt ihr sein, was wollt ihr machen. Und wir haben halt wirklich lange überlegt, deswegen hat es jetzt auch 2 Jahre gedauert, bis wir letztendlich jetzt die neuen Songs rausgebracht haben. Sind aber dann zu dem Punkt gekommen, einfach, dass das der Sound ist, der uns allen gefällt, den wir auch machen wollen. Und ich glaube, es gab auch einfach einen Aufstieg an Bands, die uns da letztendlich auch so ein bisschen dazu verholfen haben, beziehungsweise uns so ein bisschen gezeigt haben, wer wir eigentlich sein wollen, was wir auch so ein bisschen machen wollen. Und ich glaube, das trägt alles so zusammen. We got a whole day. Bei der finalen Produktion haben wir mit dem Messel, dem Nepi und dem Flo von Claire zusammengearbeitet. Claire, die machen einfach irgendwie total freshen und internationalen Sound so. Sie haben uns halt so auf die Sprünge geholfen mit so Sachen, die wir halt selber nicht wussten, die wir selber nicht konnten, die wir selber nicht verstanden haben, wie man so produziert. Und noch viel, viel mehr, als es eine sehr, sehr coole und sehr, sehr lässige Zusammenarbeit war, war es für uns, glaube ich, auch ein ziemlicher Lernprozess, so, um zu schauen, was noch alles geht und was wir noch alles machen können. Und genau, haben auf jeden Fall Bock, einfach da weiterzumachen, auch gerne mit den Jungs weiterzumachen. Ich glaube, wir können da noch sehr, sehr viel lernen. Und die haben schon einen guten Teil dazu, glaube ich, beigetragen, dass es so klingt, wie es ist. We got a whole day to pave our own way. Don't waste it any for this world you can't escape. Für die Songs auf der EP wurden wir inspiriert einfach von Carlos und meiner Reise nach Japan. Und genau deswegen haben wir das Album auch Kimono genannt, weil wir haben erst ewig überlegt, ob wir nicht andere japanische Wörter benutzen, aber da gab es das Problem, dass man das vielleicht nicht aussprechen kann. Und genau, und eigentlich hattest du auch eine Überlegung, wieso eigentlich genau Kimono? Ja, ich meine, Kimono bedeutet im Grunde ja eigentlich, Kimono heißt eigentlich nur, sich etwas anzuziehen. Also es ist ein Kleidungsstück und wird auch nur Kleidungsstück übersetzt. Und sehr, sehr viele oder sehr, sehr oft definiert man sich quasi auch so ein bisschen über Kleidung. Oder man sagt, man zieht sich irgendwie eine Maske auf oder man zieht sich irgendwie an, so dass man halt irgendwie angenommen wird. Und es geht eigentlich in der EP sehr, sehr viel darum, eben diesen Kimono nicht unbedingt tragen zu müssen, sondern einfach so zu sein, wie man ist und was man gerne macht und wer man gerne sein mag. Und darum geht es eigentlich so mehr oder weniger in dieser EP jetzt mit diesen 4 Songs, die raus sind. So then the moon will rise. For this world you can escape. Neben unserem Song The Story, den wir heute eingespielt haben, haben wir auch Dancing Minds eingespielt. Auch ein Song, der auf die EP kommen wird. In dem Song geht es eigentlich darum, dass es geht ums Tagträumen, so ein bisschen. Also oftmals
kommen wir oder geraten wir in die Falle vom Tagträumen. Darum geht es mehr in dem Song eigentlich. Und manchmal träumt man zu viel und geht nicht wirklich voran. Und in dem Song geht es einfach darum, mal sich ein Herz zu fassen und nicht nur zu träumen, sondern auch den Weg zu gehen.